Und hier spielen wir gerade, wie ihr hier sehen könnt, Minecraft Legends. Ein sehr interessantes Spiel, was neu rausgekommen ist. Es ist jetzt schon ein bisschen länger her, glaube ich. Aber ja, wir spielen dieses Spiel. Ich weiß nicht, was man machen muss. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Also es wird chaotisch. Wir drücken hier erstmal auf Fortsetzen und drücken hier auch erstmal zum Start. Ich bin jetzt mal kurz leise, weil hier passiert irgendwas. Sehr nice auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich leise sein, aber passiert gerade nichts. Oh, das ist ein Zombie. Oh, oh, oh. Nicht gut. Okay. Ein Portal. Oh. Oh. Das war mal ein Hase. Okay, der fackelt alles an. Oh mein Gott, was passiert denn im Nether? Okay. Nicht geil. Not nice. Ups, meine Maus da reingepackt. Oh mein Gott. Was ist das? Eifer, Wissen, kommt mit mir. Das müssen wir gemeinsam bezeugen. Okay. Wir sollen mit ihr gehen irgendwie. Oh. Wer sind die? Oh mein Gott, was haben die mit dieser Welt gemacht? Das sind wahrscheinlich wir oder so. Da müssen wir jetzt rein. Glaube ich. Keine Ahnung. Voraussicht? Du hast Angst. Wie wir alle. Nein. Ich bin nur traurig, dass es so weit gekommen ist. Fangen wir an? Okay. Was ist da drin? Jetzt geht man hier runter, alles klar. Ah, das ist so eine Geschichte. Wir wollten dich nicht erschrecken. Dein Mut und deine Kreativität inspirierten uns, deine Hilfe zu ersuchen. Unsere Welt wird angegriffen. Es wird verschlungen. Und es ist eine Bedrohung, die nur du verhindern kannst. Die Zeit drängt. Wirst du uns helfen? Vielen Dank. Jetzt tritt nach vorn, tapferer Held. Und schließe dich uns an. Halte deinen Bauch fest. Das wird nur eine Sekunde dauern. Willkommen. Ich fürchte, wir müssen viel von dir verlangen. Okay. Wähle deinen Helden. Ah, jetzt kann ich ja auswählen, welchen ich nehme. Ich würde den hier nehmen. Minecraft Legends. Kampagne versus Modus verloren. Welche Kampagne? Neue Geschichte. Starte ein neues Abend. Ja, das will ich. Geil, 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 Leute. Also es ist wirklich ein geiles Spiel. Wir sehen uns mal gleich, wenn ich wieder da drin bin. Auf dir geht's gut.
Mir schlagen solche Reisen immer auf den Magen. Danke, dass du den Mut hattest, herzukommen. Ich bin Voraussicht. Ich bin Eifer. Und ich bin Wissen. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen getroffen. Aber diese Welt wird angegriffen und wir brauchen deine Hilfe. Üble Kreaturen, die Picklins genannt werden, sind aus ihrer feurigen Heimat gekommen, um dieses friedfertige Land und all seine Bewohner zu unterwerfen. Wir brauchen deine Hilfe, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Aber keine Sorge, du wirst nicht allein sein. Blicket auf. Das wollte ich schon immer mal sagen. Wir präsentieren... Geschenke! Mit den richtigen Melodien aus dieser Laute sammeln und lagern die Helferlein Ressourcen für dich und bauen daraus, was du brauchst. In diesem Behälter lodern die Schöpfungsflammen. Sie rufen Freunde, die an deiner Seite kämpfen. Die Golems halfen uns, die Oberwelt zu erschaffen. Und jetzt helfen sie dir, sie zu verteidigen. Und zu guter Letzt, das ist das Mutbanner. Hisse es und diese Welt wird dir zur Hilfe eilen. Der Hunger der Piglins ist unersättlich. Sie haben bereits einen Fuß in der Oberwelt. Und wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, verschlingen sie alles. Wir konnten die Geschöpfe unserer Welt nicht auf diesen Tag vorbereiten. Aber wir glauben, dass du es schaffst. Deshalb haben wir uns an dich gewandt. Wenn es Hoffnung gibt, dann dich. Okay. Wir haben nicht viel Zeit, aber vielleicht gerade genug, um dir etwas über diese Werkzeuge beizubringen. Geil, 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 Leute. Es ist nicht abzusehen, was du in der Oberwelt erleben wirst, jetzt, da die Piglins hier sind. Je früher du diese Werkzeuge beherrschst, desto besser. Geh zu Eifer, dann können wir anfangen. Alles klar. Boah. Boah, die Steuerung ist cool. Boah, geil. Renne zu Alpha erreichen. Ah, hier ist es. Großartig. Und jetzt an die Arbeit. Jetzt an die Arbeit. Die Oberwelt ist voller Ressourcen, die du sammeln kannst, um die Piglins besser zu bekämpfen. Und hier kommen die Helferlein ins Spiel. Spiele die richtige Melodie auf deiner Laute, dann sammeln sie alles für dich. Spielen wir zunächst die Melodie, um Holz zu sammeln. Ressourcen sammeln. Sammle 60 Holz von den Bäumen in der Nähe. Halte die Taste gedrückt, um die Bauansicht zu gelangen. Bewege dich, bis die Sammelzone einer Ressource überlappt. Bestätige die Platzierung der Sammeln. Gut gemacht. Begib dich dorthin, wo Eifer ist, und benutze deine Laute, um etwas Stein zu sammeln. Okay. Reiche Eifer. Und dort böse Idee. Gute Arbeit. Lass uns das wiederholen. Spiele diesmal die Melodie zum Sammeln von Steinen. Wähle... Was? Sammeln? Wähle Steinsammeln auf, das schnell zu tun. Wie kann ich das auswählen? Halte die Taste gedrückt, um die Bauansicht zu gelangen. Positioniere die. Platziere. Drücke die Taste, um die Platzierung zu gelangen. Noch angepinkt Holz zu sammeln. Nee, ich will eigentlich Stein sammeln. Ach, ich will. So muss. Okay. Jetzt hast du die Ressourcen, die du benötigst. Das ist der erste Schritt. Schritt 2 ist das Spielen der Melodie, die die Helferlein dazu inspiriert, das zu bauen, was du brauchst. Hey, baue Treppen, damit du zu mir hochkommen kannst. Welche Treppen? Errichte von Konstruktion. Erreiche Eifer mit einer Rampe. C. Drücke um zur Bau... Was? Auch schneller ist es nach dir.
Weißt du, die Plattform, die die Helferlein für dich bauen, kann auch als Treppe genutzt werden. Es kommt nur auf die Perspektive an. So. Halte gedrückt, um die Bauern sich zu gelangen. Drücke, um den Bau zu beginnen. Hier, die Runde nach oben zu gehen. Hab ich schon. Moin. Gut gemacht. Treppen werden dir da draußen viel Zeit ersparen. Du wirst Schöpfungsflammen benutzen, um deine Freunde zum Kampf zu rufen. Lapis wird diese Flammen hell erstrahlen lassen. Nimm etwas aus dieser Truhe, um eine Spawner-Melodie zu spielen. Okay, aus dieser Truhe. Nun lass uns diese Flammen anzünden. Benutz die Spawner-Melodien, um die Golems zu rufen, die du zuvor getroffen hast. Golems spawnen. Drücke, um die Kampfschnell zu machen. Hochstein. Hm. Alle die erste. Jo. Großartig. Jeder Spawner hält die Schöpfungsflammen, die deine Verbündeten rufen werden. Rufe sie. Rufe deine Verbündeten. Spawne drei Golems. Gedrückt halten und Golems gespawnt. Schön. Die Golems sind neu im Kampf, aber sie werden dir folgen. Benutze das Mutbanner, um deine Freunde zu mir zu bringen. So. Versammle deine Golems zur Eifer. Drücke schnell, damit sich Golems in die Eifer. Das kommt gut. Hallo, ihr blöden Golems. Ah, jetzt laufen die mit mir. Ausgezeichnet. Ja, finde ich auch. Wenn du willst, dass die Golems aufhören, dir zu folgen, benutze dein Banner erneut, um sie anzuhalten. Halte, um deine Golems zu stoppen. Gut so. Du kannst das Banner auch verwenden, um deine Freunde in jede gewünschte Richtung zu schicken. Schick sie zur Eifer. Warte mal, ich glaube, ich muss hier sein. Hallo, kleine Freunde. Die Vorstellung, dass Piglins in der Schicksalsquelle sind, ist schrecklich. Aber wir haben einige falsche geschaffen, damit du die Verwendung des Banners im Kampf üben kannst. Okay. Die Piglins bekämpfen. Zerstöre die Piglins. Oben. Und drücke dann mit einem Pumpsystem sammeln. So. Kommt mit, ihr Golem. Drücke, um deine Golems anzuweisen, um zu zerstören. Um den Fluss der Piglins zu stoppen, solltest du die Kaserne ausschalten. Ja. Macht's kaputt. Weg. Du hast es geschafft. Übertrage nun alles hier Gelernte in den echten Kampf. Und die Piglins werden keine Chance haben. Es ist gut, dass du bereit bist, denn ich muss bitten, loszulegen. Eines der Dörfer wurde gerade angegriffen. Oh nein! Komm schnell mit uns. Wir bringen dich raus in die Welt. Reiche zum Verlassen den grünen Lichtstrahl. Steige die Treppen hinauf, wenn du bereit bist, den Abenteuer zu beginnen. Ja.
Nochmals vielen Dank für deinen Mut. Es ist uns eine Ehre, dich als Verbündeten zu haben. Wir begleiten dich auf jedem Schritt deines Weges. Okay. Und tschüss. Und da geht die Geschichte los. Leute, aber wie ihr diese Geschichte seht, das seht ihr erst im zweiten Part. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Würde mich sehr freuen. Ich habe auf jeden Fall Bock, Minecraft-Legends zu spielen. Ich hoffe, ihr auch. Ja, wie gesagt, liked gerne dieses Video. Würde mich sehr supporten. Habt noch einen traumhaften Tag, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.